geht's? Guten Tag. Ja, was geht's? Was geht's, Bro? Sicherlich. Sicherlich! Ah? Fünf schon, oder? Wir holen jetzt gleich den EQC ab. EQC, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit EQC habe. Ich glaube, ich war zu oft bei Mercedes, da heißt das ganze Ding EQC. Ja, genau, der steht jetzt hoffentlich schon bereit. Eine Sekunde. Bertolt, moin. Wichtige Gespräche. Wir haben ganz gut zu tun. Ich bin gerade von meiner Klausur zurück. Wie war's? Es war gut. Also ich weiß schon so den ein oder anderen kleinen Fehler, den ich gemacht habe, aber eher so im Aufbaubereich. Was heißt im Aufbaubereich? Ich hab vergessen, Wörter zu zählen und der Lehrer vergibt Punkte fürs Wörter zählen. Nein. Ja, so ein Ding. So ein Ding, ne? Aber sonst war eine Marketingklausur, war gut, Aufgabe war gut gestellt, die Daten, die wir dazu hatten zum Analysieren waren alle passend und hoffen wir mal, dass das eine gute Note wird. Ne? Du kannst ja noch mal kurz für die Leute sagen, was du überhaupt genau machst. Richtig. Also das ist jetzt quasi gerade der Bereich, den ich abschließe, Ausbildung am BIP. Das ist, ja, irgendwie ist das eine Privatschule, aber das kommt einem nicht so richtig vor wie eine. Es ist auf jeden Fall eine schulische Ausbildung, aber dadurch, dass die Partneruniversitäten im Ausland haben, kann man halt seinen Bachelor im Ausland machen. Das mache ich als nächstes. Ich gehe nach England, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und das ist die Kurzfassung vom Bachelor, weil ich ja quasi die ersten beiden Teile vom Bachelor schon am BIP gemacht habe hier. Und dann bin ich quasi nur noch acht, neun Monate bin ich drüben in England bis Mai nächsten Jahres. Hier geht es im September los mit dem Rüberfliegen. Und ja, das ist dann, da ist mein Werdegang schulisch dann aber auch sowas von abgeschlossen. Ne? Ich habe die Schnauze voll. Ja. Aber man will trotzdem was von dir hören, oder? Ja, du musst ja, von ja, dahin auch ein bisschen zeigen, oder? Auf jeden Fall. Ich nehme da drüben auch was auf. Mit weniger Stottern. ja, auf jeden Fall. Insta vor allem, aber definitiv auch YouTube. Ne? Nice. Gut, wollen wir los? Ich bin hyped. Junge, ich auch. Abfahrt. Habt ihr hier irgendwie Kaugummi oder so, Fishermans oder irgendwie sowas? Leider nicht. Schade, Marmelade. Aber ja. Ich stinke auch, also kein Problem. Er ist vorbereitet. Praktikant. Der gute Mann. Ja, willst du dich vorstellen, wer bist du überhaupt? Ich bin der neue Praktikant von den Sanders. Die B**** für alles. Das hast du gesagt. Nee, ist das. Ich danke dir. Ich bin Airways. Das ist mein persönlicher Assistent, ist das. Ja. Pass mal einmal nicht auf, schon hier Markenpräsenz. Komplett. Das ist ja so der Prototype-Asian bei uns. Der ist auch gut mit Rechenschiebern. Die ganze Palette. Ja. Guter Mann. Ich hoffe, der Sarkasmus kommt rüber. Sonst ist das überhaupt nicht feindlich. Auf geht's! Hier sind wir schon an der ersten Stelle angekommen, wo es einen Fehler gibt. Wir haben jetzt gerade hier unsere, also wie nennt man das, Unternehmensschild? Es ist ein Schild. Ja. Auf jeden Fall, hier kommt normalerweise Sustainability hin und dann auch noch ein Punkt, wie hier der Punkt ist und da der Punkt ist. Aber da gab es Missverständnisse zwischen uns. Und war mein Fehler, ich habe es falsch bestätigt. Ich hätte mir die Ansicht nochmal anschauen können, habe ich nicht getan. Aber das wird jetzt getauscht und das gleiche Schild haben wir oben an der Tür, damit man auch reinkommt. Nochmal in klein, da muss es auch ausgetauscht werden und hier dasselbe. Hi. Hi, ja. Schilder schon mal entführen? Ja, bitte gerne. Genau, super, perfekt. Moment, vielleicht kannst du den hier auch schon mitnehmen. Genau. Schon mal ins Auto legen. Ja, perfekt. Hast du einen Stift für mich? Dann würde ich einmal die Abnahmeerklärung machen. Ja, genau. Ja. Ich gehe mal eben hin zum Auto, ne? 2-3 Minuten mal eben. Ja, klar. Perfekt, passt so. Genau. Der durchgezogene Leuchtstreifen gerade sah auf jeden Fall schon mal extrem nice aus. Hat ein futuristisches Element. Haben wir vorne übrigens genauso. Ja, genau, echt? Richtig. Ja, Tagfahrlicht geht klar. Also ich denke mal, dass es Tagfahrlicht ist. Ja, ist Tagfahrlicht. Ja, hier ist der Streifen auch komplett durchgezogen. In der amerikanischen Variante ist es sogar so, dass das Logo hier leuchten darf. Finde ich total schade. Finde ich richtig schade, dass das in Deutschland nicht erlaubt ist. Das würde mega, mega cool aussehen. Ich finde das Auto Hammer. Es gibt noch eine AMG-Edition davon. Also ich glaube nicht, dass die in der First Edition mit vorhanden ist, aber man kann die auch, man kann auch ein AMG-Exterieur verwenden. Da hat er natürlich keine Auspuffrohre, aber er ist irgendwie noch sportlicher vom Design her. Wobei ich finde das Ding, so wie es ist, finde ich hier Hammer. Oder was hast du?
ich bin gespannt, wenn wir den neben den e-tron stellen oder dann noch mit dem Model X zusammen. Jetzt sieht er doch irgendwie ein bisschen größer. Ich glaube, das Fahrwerk ist auch einfach hochgefahren. Ich glaube, das war beim letzten Mal ganz niedrig. Könnte ich mir vorstellen. Der ist kleiner als der e-tron. Ich finde, der ist kleiner als der e-tron. Aber also nicht klein. Was ist so der erste Eindruck vom Auto? Ich muss sagen, ich dachte, das Silber würde irgendwie ein bisschen bieder wirken. Jetzt live oder jetzt so nach dem zweiten, dritten Mal drauf gucken, finde ich es echt cool. Passt zu Mercedes, man kennt das, die Silberpfeile. So werden sie gerne genannt, auch in der Formel 1. Ist mega passend. Wir haben jetzt hier eine Sonderedition. Sprich, das ist die vorkonfigurierte Edition 1886. Ich würde sagen, Lenny, erzähl euch jetzt einfach mal, was es damit auf sich hat. Ja, genau. Die 1886 wird verwendet, weil da quasi das erste Automobil geschaffen wurde, auch von Benz. Dementsprechend läuten die hiermit quasi ihre neue Ära ein. Ne, dass halt jetzt das neue Automobil geschaffen wird, Elektromobilität. Mercedes-Benz ist aber auch echt führend, was Wasserstoff angeht. Also führend ist immer noch nicht gut, Wasserstoffautos, funktioniert noch nicht super, aber die sind auf jeden Fall führend Research und Development, was die Autos angeht. Ich kann kurz ein paar Merkmale nennen, woran man sieht, dass das die Sonderedition ist. Das wollte ich machen. Dann macht Louis das. Also, wir haben hier zum Beispiel außen am Kotflügel. Haben wir hier diese 1886 stehen, zusammen in der Verbindung mit dem EQC. Ich weiß noch nicht, ob hier irgendwie noch ein Blinker eingebunden ist, aber ich glaube nicht. Mhm. Nee, ich vermute nicht. Dann haben wir es hier auf den Sitzen nochmal eingestickt, auf den Rückenlehnen. Das sind so die ersten Merkmale, die wir gefunden haben. Mal schauen, vielleicht, wenn man das Auto ein bisschen länger begutachtet, ja, findet man noch ein paar. Ich habe auf jeden Fall noch was, und zwar kommt man einmal rum. Das Geräusch, was ihr hier hört, hört sich an wie Mario Kart. Das ist, wenn man die Zündung anlässt und die Tür aufmacht. Bei der Sonderedition ist es halt auch so, dass wir das dunkelblaue Leder hier haben und das kombiniert mit den Kupfernähten. Finde ich, sieht super mega geil aus. Kann man sich bestimmt auch konfigurieren, wenn man nicht das Sondermodell hat. Aber richtig, genau. Die sind halt alle vorkonfiguriert. Genau, exakt. Auch die hier Vents sind kupferbezogen. Und ich finde, das Interieur sieht sehr, sehr schick aus. Haben wir sonst noch was drüber zu verlieren gerade? Wenn wir mal einmal rumgehen vielleicht. Formatic für Allrad übrigens. Natürlich. Wir fahren ein Elektroauto, das ist Allrad. Nee, das ist nur ein Airbag-Schild. Das war doch nicht 16, 1886. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar kleine Merkmale. Das ist halt das Schöne irgendwie an den Sondermodellen. Man hat immer so ein bisschen Exklusivität, auch was den e-tron angeht, mit den Kameraspiegeln und den Leuchtelementen in den Türen. Der e-tron zeigt dann zum Beispiel e-tron Edition One an, wenn es dunkel ist, unter den Türen. So eine kleine Detailverliebtheit, ich finde es ganz cool. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal auf die Piste, fahren mal so die ersten Meter mit dem Auto, Lenny fährt. Ja. Und dann ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so auf der Straße verhält. Das Lenkrad, muss ich sagen, finde ich krass. Das ist auf jeden Fall ein Steuergerät, ne? Jo. Ach, die haben ja hier die Verstellung. Also das wird auf jeden Fall eine extreme Umgewöhnung, weil wir, boah, wann bin ich das letzte Mal im Mercedes gefahren? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, ambiente Beleuchtung, sein Vater. Ist doch da. Sehr, sehr nice. Tornado hier gerade. Wir sind hier gerade an der Nordsee und es ist ganz schön kalt hier, Junge. Was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist, du hast eine extrem erhabene Position. Also das ist anders als beim e-tron. Da bist du so ein bisschen eingebetteter. Hier bist du irgendwie komplett über dem Geschehen. Also fühlt sich mega nice an. Wir müssen jetzt erstmal mit dem MBUX, heißt das hier bei Mercedes, glaube ich, alles regeln. Dass wir das hier auch schick eingestellt haben. Was gibt's hier alles für Knöpfe? Meine Herren, Kerl in die Kiste. Richtige Fußgänger hier einfach. Einstellungen. Als wenn wir noch nie ein Auto gefahren wären. Aber ey, man lernt immer dazu. Ja, Profile, da moin, Profile. Hier geht's wenigstens. In Porsche musst du irgendwie Datenpakete kaufen, um da, also ich versteh's nicht. Egal. Lennart, welcher bist du denn? Bist du hier eher der mit dem Scheitel oder doch die Tolle? Oder so die stürmische Frisur? Boah, Bruder, mit V-Ausschnitt. Afro? Kann. Optik gefällt mir auf jeden Fall sehr in der Karre. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr schick. Ich stelle mir die Geschichte hier genauso wie beim Model 3. Da ist das übrigens auch schwarzer Klavierlack. Das wisst ihr ja wahrscheinlich schon aus unseren Videos. Aha, Kratzer. Ne? Ich jetzt schon. Das ist auf jeden Fall ein Kratzermagnet. Aber bestimmt kann man sich das in anderen Editionen auch anders konfigurieren, so wie ich Mercedes kenne. Was ist das? Sogar eine Stimmgabel. Hört man das auf dem Video? Sogar eine Stimmgabel. Oder ich habe eine Harfe am Start. Oh, ein Smart da vorne gerade. Kurz einen Abstecher gemacht in Richtung Ampel oder was ist das?
Scheißegal, wir wollen auf jeden Fall keine Gaffer sein. Kurze Moralpredigt oder was? Wenn ihr einen Unfall seht, weiterfahren. Wenn noch keiner vor Ort ist, kein Krankenwagen oder keine Polizei, dann Krankenwagen oder Polizei rufen, aber sonst weiterfahren. Hilft keinem, wenn man glotzt, geht keinem was an und gefährdet nur den Straßenverkehr. Das heißt, du fährst in den nächsten rein oder was weiß ich auch immer. Ambientelicht, Farbe. Welche Farbe möchtest du, Lennart? Rosa? Rosa? Mehrfarbig? Pink, oh, nämlich. Mehrfarbig animiert. Aber ich glaube, das soll was denn heißen? Weiß ich nicht. Ich glaube, Hologramm. Mehrfarbig animiert ist auch. Der liegt auf der Straße. Jetzt so erste Eindrücke würde ich sagen, ebenbürtig gegenüber dem e-tron. Momentan ist es eher so, also zumindest höre ich das in den Berichten, wenn jetzt zum Beispiel A8 von Audi und Mercedes S-Klasse verglichen werden, dass der Audi also ein kleines bisschen komfortabler sein könnte. Nee, nicht könnte, sondern ist, sagen die. Ich habe selber noch nicht ausprobiert bei den Autos, aber ich bin jetzt den e-tron gefahren, der ist super komfortabel. Den hier fahre ich ja jetzt gerade erst seit 2 Minuten. Ich würde sagen, die sind ebenbürtig. Wenn ich irgendwie kleine Unterschiede merke oder so, dann hauen wir euch das auf jeden Fall nochmal in die ersten Eindrücke rein. Nichts zu beanstanden, Fahrqualität ist da. Wir haben jetzt eine Runde gedreht. Ich bin noch gar nicht gefahren. Lässt sich aber auch vom Beifahrer gut operieren, das Ganze. Ich finde, er ist ein bisschen kleiner als der e-tron, was dem schon mal zugute kommt. Dafür dann auch um einiges billiger Liste haben wir jetzt, glaube ich, 85 als Preis gehabt. Dafür performt das Fahrzeug perfekt. Wir haben viel mehr Leistung. Genau, ich sage am besten nochmal den e-tron-Preis dazu. Der e-tron hat Liste 108 gekostet, mit ein paar Prozenten bei Audi sind wir dann, glaube ich, so bei 100 gelandet. Ja, wie gesagt, dafür, dass das Auto billiger ist, performt es wirklich klasse, viel mehr Dampf. Also wenn wir jetzt eine Beschleunigung machen, hat er wirklich viel mehr Leistung, als wir die im e-tron jetzt zur Verfügung haben. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein paar Tage fahren, um das Fahrzeug richtig kennenzulernen. Erster Eindruck ist schon mal top, wie man das von den Deutschen so kennt. Von den Platzhirschen, sage ich jetzt mal. Ja, cooles Auto. Freut euch auf mehr. Ich tease schon mal einen Mängel an, beziehungsweise ich sage einfach, dass ich einen gefunden habe und sage noch nicht welchen. Aber sonst auch nur Positives. Ne? Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das Auto so früh bekommen haben. Bedanken uns hier nochmal bei Rosier Paderborn. Merci. Ich würde sagen, wenn ihr mehr Content davon haben wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Andere Vorschläge immer gerne abliefern. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein dickes Like und ein Abo da am besten. Genau. Immer gerne. Road to 500. Auf jeden Fall. Hat jetzt gerade gestartet. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.